Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Conan Exiles mit dem Voucher, mit unserem Coneless. Oh, heute habe ich ihn schon direkt eingeblendet. Wir haben den ersten Boss gestern besiegt, wir haben gelernt, wie wir die Tränke brauen, um hier reinzukommen. Und tatsächlich haben wir es geschafft, die ersten drei Schattenblüten an uns zu nehmen, durch den Abbau vom Boss. Ich würde gerne heute in der Folge versuchen, die Instanz abzuschließen. Unser Ziel gestern war, das Rezept für den Trank und die Schattenblüten zu finden. Unser Ziel heute wird natürlich sein, den Endboss zu legen, weitere Schattenblüten zu sammeln und im Idealfall die Religion zu lernen für die Tiere, sodass wir den Schrein aufbauen können an unserem Spot für die Tiere, ne? So, hier haben wir gestern den Panda gelegt. Da hinten sind wir reingekommen. Hier kommen wir zum Eingang zurück. Dann nehme ich an, wir müssen durch diesen Eingang. Da vorne zeigt es auch wieder was an. Der Weg der Hyäne hat uns also zum Panda geführt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Okay, da vorne sehe ich einen Bär. Hier sehe ich wieder, einst sprachen Menschen und Tiere dieselbe Sprache. Okay, da meldet sich der Gott wieder, Leute. Um mich zu preisen, heulten sie den nächtlichen Himmel an. Jeder Schritt bringt dich näher, egal wie du dich entscheidest. Sie heulten den Himmel an. Das ist aber das Zeichen des Pandas hier, ne? Zeichen des Pandas, Zeichen des Bärs und Zeichen des Jägers. Ich würde sagen, um den Panda zu huldigen, laufen wir jetzt hier rechts lang. Also den haben wir ja jetzt niedergeschmatzt. Da vorne kommen auch schon die ersten Panda, oder? Tatsächlich. Ich hätte jetzt mir andersrum eigentlich vorgestellt, ne? Dass man durch die Panda muss, um den Panda-Boss zu kriegen. Habe ich auch was falsch gemacht? So, die Panda. Vielleicht gibt es auch Panda-Babys hier, Leute. Weil Hyänen-Babys haben wir gefunden, ne? Sag mal, wie ist denn das nicht, dass ich die ganze Zeit hier die Schattenblüten liegen lasse? Kriege ich von denen auch Schattenblüten? Katzenfell. Und Wildfleisch. Ich glaube nur vom Boss, ne? Ja, wir können ja mal ein paar abbauen. So, ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Immer schön die Höhlenmalerei noch angucken. Vielleicht ergibt sich ja ein Bild. Vorne kommen die nächsten Panda-Leute. Dieses Mal auch mit einem menschlichen NPC an ihrer Seite. Panther! Rally macht der Panda, ich mach seinen Kollegen. Coles, Coles. Auch Rally, Alterle. Okay, das nehme ich jetzt alles mit. Und ich baue tatsächlich diesen Panda ab. Nicht, dass da irgendwann mal eine Schattenblüte rauskommt. Katzenfell und Wildfleisch. Das sind die ganz normalen NPCs von draußen, ne? Musik. Wir nähern uns einem Unheil, glaube ich. Ah ja, hier, guck mal. Da steht doch was, oder? Tatsächlich der Panda. Das Herrchen war gleich kaputt. Boah, die Panda, die gehen ja aber auch ab, ne? Okay, jetzt nicht mehr. So, wir haben Metall, Loot, Loot. Ah ja, Elfenbeinpfeile kann man ja mal mitnehmen. Davon haben wir eh nicht so viele. Ich werde auch keine bauen. Okay, hier haben wir wieder NPCs. Egal für welchen Weg du dich entscheidest, wir werden ans Ziel kommen. So irgendwie hat es doch gerade gelautet, ne? Ah, da sind sie im Sch. Man sieht die Panda nicht immer gleich. So, einmal für den Rally angeschlagen. Ich hole mir den Bogi. Rally, Alter, da ist ja noch ein Panda übrig. Kurzer Moment. Wo haben wir den Bogenschützen reingeschmissen? Hier. Die Hyänenfell-Sachen lasse ich da, Leute. Die brauchen wir nicht. Zur Not bauen wir sie uns selber. Hier guckt ihr das mal alles an, ne? Richtig gut gemacht. Nächste Gruppe. Zwei Bogenschützen. Boah, den habe ich nicht gesehen. Wo kommst denn du jetzt her, du Sau? So, Rally, geh vor. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Welche Stufe haben wir denn jetzt? Oh, ich freue mich so. Wir kommen langsam auf die 60, ne? Aber irgendwie hat er jetzt auf einmal viel, viel Durst bekommen, der Gute. Ach, wir bluten. Da kannst du ja noch so viel essen jetzt. Lass mal kurz gucken. 11 Punkte. Welches hatte ich jetzt die letzte Zeit präferiert? Da sind wir hoch. Beweglichkeit, glaube ich, ne? Sturzschaden wird halbiert. Ne, den gebe ich auf. Barbarische Zähigkeit. Du erhältst pro Regenerationseinsatz 10% mehr Ausdauer. Das wollte ich aufbohren. Okay, beim nächsten Mal haben wir es erreicht. Ich spare mir mal die Punkte auf. So, wo sind die Bogenschützen? Hier liegt er. Elfenbein nehmen wir mit. Metall nehmen wir mit. Können wir immer gebrauchen.
Und hier haben wir eine Trophäe, die brauche ich nicht. Stein auch nicht, Fleisch auch nicht. Geht's hier weiter, Leute. So, jetzt stopp. Einmal kurz aufheilen. Rally, geht's dir eigentlich gut? Jo, der ist voll. Also von sein Leben ist voll. Da hebt er sich da hinten. Komm vor ins Licht. Mit deinem Freund. Oh, die haben schon eine Wucht hier, die Jungs. Der Rally natürlich viel mehr. So, weiter geht's. Na, na, na. Der ist liegen geblieben hier. Boah, ich kriege einen Outdown mit drei Schlägen. Mit einer Dreier-Kombo. Ja, super. Jetzt verzweigt sich der Weg hier wieder. Ist die Frage, muss ich hier lang? Müssen wir hier lang? Ich glaube, du kannst dich hier schon auch verlaufen, oder? Welche Tiere haben die dabei? Keine. Die sind aber zu dritt, die Jungs hier, ne? Gut. Oh, ja, eine Vase. Boah, ich bin jetzt voll überlegen gerade, wie ich überhaupt gelaufen bin, falls ich nochmal zurück muss. Rohasche. Ziegel kannst du auch mitnehmen. Erstmal vorübergehend alles einsammeln. Hier, guck mal. Haben wir wieder Bam, 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 Bam. Sogar mal einen Stahlbarren drin gewesen. Da freue ich mich aber. Da hinten geht's auch durch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Leute. Ein Irrgarten soll das gleichen. Ah, nee, das ist praktisch nur hinten rumgelaufen. Da kannst du da vorne durch. Gut, die sind alle tot. Das war schnell erledigt. Fleisch nehmen wir mit. Die fette Raupe nicht unbedingt. Oh, das können wir auch mitnehmen hier. Bam, bam. Also langsam muss ich dann jetzt auslagern. Ich bin schon bei 90%. Ah, Gold. Rohasche, Fleisch. Rally, kannst du mir die Barren abnehmen, mal zumindest? Ich mach mal nach Gewicht. Die zwei Sachen, oder? Komm, dann kann ich wieder ein bisschen looten. Okay, wir sind jetzt oben rum halt reingelaufen. Wir hätten aber auch unten rumlaufen können. Ob wir richtig sind? Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen wir auch drei Runden, Leute. Man weiß es also nicht bei so Sachen. Hier ist er erledigt. Lass dir nicht den Blutungsschaden so oft aufdrücken hier. Okay, alles klar. Ich danke dir. Und wieder Gold. Keramikgefäß. Oh, eine gehärtete Stahlspigge. Eine Spigge. Das Endermesser brauche ich nicht. Das kannst du auch behalten. Dann haben wir das nämlich natürlich mit. Fleisch sowieso. So, weiter geht's. Ich nehme an, dass wir schon den Pfad des Bären oder wo auch immer wir gerade waren verlassen haben, oder? Da sitzen die Nächsten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die sitzen falsch rum. Oh, da rollt gerade der Kopf weg. Hast du gesehen? Guck mal. Guck mal. Wie war da den Kopf runter oder nur den Helm? Ich habe das Gefühl, der Kopf, ne? Ich habe ja das Gefühl, das war der Kopf. Okay. Gott, ist das ein Gemetzel. Den nehme ich mit. Den auch, den auch, den auch. Ja, das ist der Kopf gewesen, Leute. Der hat zwei Vasen dabei und Rinde. Rinde ist gut. Wir müssen ja schattengewürzte Rinde herstellen. Für Elfis Jungen. Ich habe schon lange keine Zeichnung mehr an den Wänden gesehen. Da liegt echt der Kopf rum. Okay, geht's weiter. Wir haben erst einen Boss, ne? Boah, hier verzweigt sich der Weg. Jetzt bin ich beim Pfad des Jägers rausgekommen. Das war vielleicht eine bossfreie Zone jetzt. Dann müssen wir jetzt hier lang, Leute. Okay. Hier ist der Pfad des Bären. Ich nehme an, das wird er sein. Vielleicht gibt es Bärenbabys hier. Das wäre eine Geschichte. Wow, die haben viel Leben. Die haben echt viel Leben. Guck mal. Die wären doch geile Wächter für die neue Base, oder? Ich hack die mal. Für den Fall der Fälle. Bärenfell kriegen wir daraus. Bärenfell. Das entspricht der Logik, Bärenfell zu kriegen hier.
Sehr, sehr interessant hier die Struktur dieser Instanz. Boah, so ein Bär als Begleiter wäre ja auch eine Geschichte, muss ich sagen. Da vorne stehen zwei, hier steht einer. Bärenbaby sehe ich keine. Rally? Wow, Alter, die haben echt einen super Lebenspolster, die Bären. Vielleicht hat ein Gezähmter extrem viel Leben. Aber wenn es hier Bärenbabys geben würde, das wäre es. Würde ich sofort einsammeln. Boah, dieser Move von dem Bär. Guck mal, das Gesicht von dem ist halt auch krass, ne? Dieser Schnitt, der da über den Kopf geht. Boah, Rally, hä? Da hast du zu tun bei dem. Die haben Leben, Alter. Mich ärgert, dass ich meinen Bogen nicht dabei habe, ne? Aber bisher haben wir ihn ja auch noch nicht gebraucht. Hier wäre übrigens auch Wasser. Für den Fall, dass man Wasser auffüllen muss in der Inni. Der Weg des Bären. Ich guck ganz genau, ob ich hier irgendwo ein Bärenbaby sehe. Man weiß es ja nicht. So, die bewachen hier eine Höhle. Passt auch zu einem Bär. Also, ist richtig toll gemacht. Ja, ja. Der Rally flucht auch. Deswegen passt er so gut zu uns. Yeah. Bärchen. Hier kannst du aber gut Felle und alles mitfarmen gleich, ne? So, Leute, guck mal. Muss ich mich kurz hinstellen. Weiter vor, dann sieht man von der Marke. Das ist ja der Hammer, oder? Schön gemacht haben sie das. Ey, da können wir natürlich hoffen, ne? Dass mit irgendwelchen Updates immer wieder mal so schöne Inis kommen, neue. Oh, die Leuchtdinger, die kannst du hier auch farmen. Leuchtschleim kriegst du hier auch. Jetzt sind wir in der Bärenhöhle offensichtlich. Ist das da vorne vielleicht der Boss? Guck mal, am Eingang oder am Ausgang dieser Höhle glaube ich, dass da gerade ein Baby gelaufen ist. Ich bleib mal hier vorne, dass es mir nicht wegrennt und dass der Rallys nicht aus Versehen tötet. Oder ich. Jetzt ist es verschwunden. Da guck mal gleich ganz genau. Boah, unser erstes Bärenbaby wäre natürlich ein Geschichtle, ne? Oh, im Moment sieht es so aus, als ob ich erstmal um mein Leben fürchten muss. Ready? Ah, ist der. Machen die mal gemeinsam. Das ist, glaube ich, gescheit. Bam, die Slam-Moves. Bams. Haben die nicht gerade auch noch NPCs um sich rum gehabt? Fledermäuse hat es hier drin in der Höhle. Malereien sind da. Stalaktiten. Ja, ich habe es erst einmal richtig gesagt, glaube ich. Blut. Oh, warte mal, nimmt den Balken noch mit. Den Barren. Den Balken. Ein Eisebalke hier, ein Eisebarre. So, Schwefel nehme ich auch mit. Sehr, sehr interessant. Oh, ich bin überladen. Rally. Rally, my friend. Aber wenn ich jetzt ein Bärenbaby finde, braucht ja der auch noch Platz. Bärenfell, Katzenfell. Katzenfell kriege ich daheim eher. Deswegen lasse ich mal Bärenfell. Katzenfell lasse ich jetzt hier. Und dann haben wir die Barren. Und ein Bärenbaby, oder? So als kleines Souvenir für diesen Ausflug. Natürlich, wenn wir zwei Bärenbabys finden würden, könnte ich die auch nicht sitzen lassen. Ups. Jetzt werden wir es gleich sehen. Hier ist reingelaufen. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich mich getäuscht habe. Da ist eins. Leute, da ist ein Bärenbaby. Guck mal. Ich hab's. Da vorne ist noch eins. Rally, schmeiß die Barren raus, Alter. Ihr Bärenbabys. Barren haben wir daheim genug. Guck mal. Bärenjunges. Ich schmeiß die raus. Da vorne ist noch eins. Komm, das holen wir uns auch noch. Da stehen zwei Bären. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das Kleine gesehen, euer Junges. Da vorne ist es rechts. Wir nehmen zwei Bären mit. Unsere ersten zwei Bärenwächter fürs Schlafzimmer der Königin Iona. Lass ich es doch mitkippen. Kohlis, du hast aber noch mal einen Schlag gemacht. Den habe ich nicht befohlen. Wo ist es hin? Da vorne ist wieder ein Siegel, meine Lieben. Da ist es. Ich hol's uns. Komm zu uns. Dein Bruder ist auch schon da.
Renny, du passt auf die auf. Leute, zwei Bärenbabys haben wir. Es lohnt sich, das Thema Tiere. Jetzt, ich finde es toll. Jetzt haben wir das auch noch. Bin mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Jetzt gehen wir zu dem nächsten Siegel, würde ich sagen. Und hier geht's wohl lang. Das scheint auch der Weg des Bären zu sein hier noch. Haben sie der Rallye umgekehrt? Alter, dieser Sturmangriff ist halt aber auch krass. Da geht was, oder? Nix, wir halten uns jetzt an die Dings, würde ich sagen. Wir halten uns jetzt hier. Ich weiß nicht, wo es da hingeht, ne? Komm, wir gehen hintere zum Siegel, Leute. Zwei Bärenbabys haben wir gefunden. Das ist eine geile Geschichte. Besser als jeder Loot. Haben wir nicht sowieso letztes Mal überlegt, wo wir ein Bärenbaby herbekommen? Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig. Ich glaube Azaghad, ne? Ich bin gespannt, welcher Boss jetzt hier auf uns wartet. Ich nehme an, Bär, ne? Da vorne steht er. Nee, ist ein Gorilla. Dieser Äffle. Kind von Gula. Ein Herausforderer naht, um seine Kraft zu messen. Ah, die sehen das als Kräfte messen. Dann ist gut. Rally? Komm, wir messen uns, Rally. Da ist auch wieder dann so ein Kopf. Gula! Darfst nicht vergessen, dass es Bosses sind, Alter. Da ist mal ruckzucks mit dem Leben nämlich vorbei. Ja, Rally hat Aggro. Der Gula, der haut gut rein. Kriegt er mal auf seinen Bobbes. Hat er uns gut abgezogen, oder? Schon Leben. Aber die haben nicht viel Lebenspolster, die Bosse. Den Hammer. Jetzt kriegen wir normal wieder Schattenblüten, ne? Ja, diesmal waren auch mehrere Schattenblüten drin, meine Lieben. Wir haben jetzt insgesamt 18 Schattenblüten. Wir haben jetzt 18 Schattenblüten. Das finde ich jetzt mal richtig spitze. Krasse Geschichte. So, und jetzt haben wir hier denselben Vorgang wie vorhin. Wir sind hier, glaube ich, reingekommen. Hier ist das Tor. Dann müsste es eigentlich da hinten weitergehen, wo ich gerade überlegt habe, wo es lang gehen soll, ne? Ich gucke jetzt einfach mal. Mich interessiert nämlich gerade, ob diese Dinger jetzt leuchten. Diese Kristalle. Da waren doch so Kristalle, die leuchten nicht. Weiß ich, ich habe gedacht, dass die vielleicht leuchten. Also den Bär haben wir. Dann würde ich jetzt einfach da hinten drin weiterlaufen. Pass mal auf. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Ich nehme an, dass noch ein Boss mindestens kommt. So, pass mal auf. Da war das Siegel und da war das Siegel. Die sind beide aufgelöst. Dann geht es meiner Meinung nach jetzt hier wieder weiter, ne? Bin gespannt, was hier noch auf uns wartet. Das ist mein heiliger Hain, den nur wenige Auserwählte zu betreten wagen. Wir sind jetzt in seinem heiligen Hain. Das alte Blut singt in deinem Herz, Kind. Lausche seinem Lied. Der Weg des Affen? Ich nehme an, das wird wieder der Weg. Wir laufen jetzt dieses Mal hier lang. Den Affe haben wir ja gerade gemacht und ich glaube, dass das hier der Lootflügel in Anführungszeichen ist vom Affe, um zu farmen. Ich nehme an, dass es hier weitergeht. Weißt du, wie vorhin beim Panda. Panda-Weg haben wir ja auch gemacht. Und dann kamen wir aber vorne wieder raus. Wobei hier der dritte Pfad fehlt. Es ist so eine eigene Logik gerade, ne? Also gibt da nichts drauf, Leute. Boah, ein Säbelzahntiger. Hab ich noch nie gesehen im Spiel. Der bewegt sich wie ein Panda. Wow, ist das eine schöne Kreatur. Ob die auch Babys hier drin haben? Ja klar, Katzenfell. Säbelzahntiger. Rally, wenn ich jetzt noch einen Säbelzahntiger finde, schmeißen wir das Leder raus, oder? Blöde Frage. Natürlich, Voucher. Du und deine Tiere. Da liegt ein Schwein. Ein Säbelzahntiger. Zum Thema Mammut und Säbelzahntiger, ne? Absolut geil. Tolle Geschöpfe. Ist genau meins. Da liegt wieder einer. Da liegen ganz viele. Da liegen jetzt drei Stück. Rally? Bei drei bin ich mir nicht so sicher. Gary ist Mocha so. Boah, Alter, ich brauche mal vier Schläge, bis ich den hab, ne?
Hier, die Mama hat sich gar nicht bewegt. Ja, Rilly, geh vor. Geh vor. Ja. Du wuchst schon. Zieht er die komplette Aggro, wenn er... Ja, tatsächlich. Die interessieren sich für mich ein Nullinger. In dem Moment. Boah, die schönen Kreaturen. Rinde nehme ich mit. Rest lasse ich jetzt liegen. Der Weg des Säbelzahns offensichtlich, ne? Wir müssen genau gucken, Leute. Da hinten sind Babys. Da hinten sind Säbelzahnbabys. Zwei Stück. Das wusste ich nicht. Ich dachte, hier kriege ich nur Schattenblumen und die Religion. Ich kriege ja hier sogar Säbelzahnler und Bären. Ah, wie gut. Boah, der Move drauf. Boah, ich muss mich abdrücken. Leute, Wahnsinn, oder? Die Babys brauche ich beide, im Idealfall. Boah, die laufen hier durch die halbe Inni. Wenn ich ihn jetzt einsammle, haben wir das Problem, dass ich dann überladen bin, ne? Egal, ich mach's trotzdem. Baby! Exiles Baby! Hier, den will ich. Ich hab ihn! Ich hab ihn, Leute! Jetzt bin ich halt überladen. Ich hoffe, der Rennen hilft mir jetzt mal. Oh oh! Oh oh! Eine Scheißaktion und es ist vorbei wieder hier. Wieder nur Scheiße gebaut. 5, 6, aber ich habe einen Blutungseffekt, habe ich nicht gesehen. Rally schmeißt das Leder raus. Säbelzahn, Junges! Wie gut. Guck mal. Da war noch ein zweiter, ne? Ich würde mich nur einmal kurz gerne vollheilen. Sei denn nicht sehen, dann renne ich hin. Da! Komm her! Ich hab'n. Ich hab'n. Scheiße aufs Chitin, Alter. Leute, guck mal. Ausbeute. Zwei Säbelzahntiger und die kommen beim Tierpferch hinten richtig gut. Zwei Bären, die kommen ans Schlafzimmer, weiß ich jetzt schon. Das ist cool. Oh, das ist cool. Das Spiel macht immer mehr Spaß. Das ist echt cool. Okay, aber mehr sammle ich jetzt nicht ein an Tiere, weil jetzt können wir keine mehr tragen, außer ich mache dem Rally seine Waffe, ne? Wo ist der? Aha. Oh, drei Stück. Ohohoho, da kriegst du den Dreier-Move und den voll in die Birne. Mach's Schild hoch, mach's Schild hoch. Die machen dich alle. Der scheiß Blutungsschaden, verstehst du? Ich hatte aber auch noch irgendwann Verbände heute. Hier, ist doch ein Verband. So. Vielleicht sollte ich in der Zeit einfach mal, während ich eh nichts abbaue, die Verbände rausziehen, weißt du? So. Kann ich den Blutungsschaden stoppen? Der Rest erklärt sich von selber. So, meine Freunde. Bin auf den nächsten Boss gespannt. Ich bin auf den nächsten Boss gespannt. Affen. Affen haben wir aber. Affenboss. Ich nehme an, dass wir da zum Pfad der Affen zurückkommen. Wir gehen da oben lang. Da, wo es ausgeleuchtet ist. Ja, eine Masse nieder. Wobei, Gorilla-Babys braucht man nicht gucken. Wir wissen ja, wo wir Affen herkriegen, ne? So, meine Lieben. Paringa und Katzenga. Karenga und Pazenga. Können wir sie nennen, die zwei Säbelzahntiger? Das machen wir. So, meine Lieben. Bruder des Nebels, erwache. Boah, da unten steht ein Bulle. Hier kommt ein Herausforderer, dessen Volk es wagt. Zeige ihnen deine Grausamkeit. Guck dir mal das an, das Szenario hier. Wow! Codeless! Was ein Bild! Bild für Götter! Wir müssen, glaube ich, hier runter. Aber guck mal, der sitzt auf irgendwie auf einer Trauminsel fest. Ist das nicht so hoch? Jetzt bin ich runtergeflogen schon. Wow! Oh oh! Wo bin ich denn jetzt? Oh Scheiße! Ich glaube, hier brauche ich die Maske, ne? Komm, komm, komm! Hör auf, Alter! Der macht mich kaputt! Ach, wenn ich hier in den Nebel gehe, habe ich das. Oh,
Auch vor dem habe ich Respekt wie Sau. Der Rally hat einen Tod gemacht. Viel Leben haben die nicht, aber Leute, jetzt bin ich tierisch erschrocken. Jetzt bin ich gerade tierisch erschrocken, zwei, dreimal. Jetzt hat sich der Nebel aufgelöst hier um seinen Ring. Jetzt sind wir plötzlich wieder in der Arena. Wow, das war eine geile Boss-Begegnung. Schade, dass die so schwächlich sind eher, gell? Rally, hast du gut gemacht. Mir hat es zwar jetzt keine Punkte gegeben, aber was soll's. Schattenblüten wieder bekommen, Leute. Ich schmeiß mal das hier raus, dass ich nicht so schwer bin. Wir haben jetzt 24 Schattenblüten. Rally, du bist einfach ein Herrgott, was das Thema angeht. Oh, der hat aber auch gut eingebüßt. Guck mal. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Sag mal, der frisst doch auch rohes Fleisch, oder? Nimm mal das Ding kurz in die Hand. Ich hau dir das jetzt hier rein. Aber ich verkoch's ja eh nicht. So, jetzt gehen wir da hoch. Dann ist der auch zufrieden und ich hab was los, weißt du? Sehr krass. Das heißt, wir kommen jetzt zum Endboss, ne? Nehme ich jetzt mal an. Drei Bosse waren es, glaube ich, plus ein Endboss. Und dann müssten wir, wenn wir den schaffen, die Religion lernen. Aber der Bulle war jetzt gerade schon ein Wort. Der Bulle war schon ein Wort, finde ich. Wölfe. Wölfe. Die ganzen coolen Kreaturen hier alle versammelt. So, Rally. Komm, weiter geht's. Meine Lieben, was eine Reise. Dann werden wir morgen wahrscheinlich uns um die Elefanten kümmern, wenn wir hier raus sind. Kümmern wir uns um die Elefanten und um die neuen Tiere, dass die bestmögliches Bufffood haben. Zuchtfutter. Und dann werden wir vielleicht unsere Reise im Norden machen. Vielleicht auch eine halbe Folge morgen schon und eine komplette Folge dann Tag drauf, ne? Nur rumreisen im Gebiet, gucken, wo kriegt man schwarzes Eis, die Spots angucken, ein bisschen was entdecken. Weil guck mal, Leute, wir sind Stufe 55. Was ich sehr mag an dem Spiel, das zieht sich mit dem Leveln gar nicht so wie bei manch anderen Spielen. Also ich habe das Gefühl, die letzten 3-4 Level, die kamen voll schnell. Habe ich die eine gepumpt? Das wollte ich nicht. So. Da vorne stehen die Typen, die Kinder von ihm, ne? Da ist das nächste Siegel, Leute. Jene hier waren einst Menschen wie du. Aber sie hörten das Lied nicht. Sie trafen eine törichte Wahl und beleidigten eines meiner Kinder. Opfere sie mir. Das sind diese Werwolf-Typen, die ich vorhin so gut fand. Tut mir leid. Jungs, tut mir saumäßig leid um euch. Wir stehen auch da, wo wir das Ding damals holen wollten, ne? Ah ja, die hast du gut abgesäbelt. Alter, der Rally, der leidet unter mir. Hyänenfell, also sind Hyänenwesen. Keine Schattenblüten, kein Problem. Oh, ich bin so stolz, dass wir jetzt... Jetzt haben wir es wirklich. Wir können jetzt den Trank herstellen. Hier farmen gehen. Wir können wahrscheinlich den Altar bauen, die Tage. Ich muss mich nur einmal kurz aufheilen. Bevor ich da hinten reingehe. Sind da noch mehr von denen? Hat seine gerade Hub gemacht? Hallo. Ich grüße dich. Letztes Siegel. Der Midnight Crow. Da steht er. Bruder des Blutes, erwache. Da hinten steht er, Leute. Ein Herausforderer naht, der dich zu kontrollieren sucht, um dich zu verstehen. Geil. Um du zu werden, zeig ihm deine Blutrünstigkeit, zerreiße sein Herz. Da ist er, Leute. Okay, das ist so ein Werwolf-Typ. Werwolf-Typ. Lern Rally kennen. Oh, ist der schnell. Codeless! Wow, Alter! Wie hüpft denn der hier in der Gegend rum? Alter Schlappen! Guck mal, wie schnell der ist! Der rote Blitz vom Mitternachtshain ist wieder da. Oh, geht ab. Oh, da bin ich aber froh, dass ich nicht alleine hier bin. Junge, Junge, sage ich da nur. Wow,
Gut, Herausforderer, gut. Du bist würdig. Labe dich an der Beute deines Sieges. Einst teilten Mensch und Tiere, was auch immer. So wird es auch bei dir sein, Auserwählter von Chebalsack. Das ist der Gott, oder? Absolut göttlich. Er zieht sich zurück und wird eins mit seiner Umgebung. Jetzt schläft er, durch das Türle gehe ich gleich. Leute, der absolute Reißer, oder? Wie der abgegangen ist jetzt gerade hier, der Kollege. Da liegt er jetzt, als ob er nicht fit wäre. Oh, da ist was, das müssen wir, glaube ich, essen, Leute, wenn ich es noch richtig weiß. Schattenblüten, 48 Stück insgesamt jetzt. Kleiner Vorrat, oder? Bis wir das nächste Mal hier rein müssen. Dürfen. Man muss sagen, dürfen. Mir gefällt es unheimlich. Ich mag Inis. Hier, das da, glaube ich, ne? Oh, das spoilt auch recht schnell. Ich benutze es mal. Du hast ein neues Rezept erlernt. Okay. Müsste ja jetzt bei Religion dann eigentlich drin sein, ja? Beziehungsweise den ersten Altar konnte man doch immer... Konnte man den nicht selber immer bauen? Laube von Chebalsack. Wir haben's, Leute. Die Laube. Die bauen wir uns auf und die werden wir auf Stufe 3 ausbauen, hinten im Tierpfercheck. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Kommen wahrscheinlich durch das rote Wasser dann wieder heim, willst du, oder wie? Ich muss allerdings... Hat aber viel Fleisch der Erinnerung. Gut, das spoilt ja jetzt gleich. Nicht mal mehr eine Minute. Dann haue ich das hier raus. Beziehungsweise... Am geilsten finde ich jetzt immer noch, dass wir die Dings haben. Die zwei Tiere. Also die Säbelzahn und den Bär, ne? Ich laufe jetzt hier... Was kann ich denn hier eigentlich machen? Kann man das trinken? Ja, kannst du trinken. So, hier gehen wir durch. Und da hinten dran ist er ja auch jetzt, ne? Der sitzt da, Leute. Guck mal. Hier durch sieht man den. Seine Welt. Hier geht's nach Hause. Die Bestie lebt in dir, Kind. Vergiss das nicht. Nee, werde ich nicht. Das war's, Leute. Wir haben es geschafft. Ah, das wusste ich gar nicht. Leute. Sepamero, herzlich willkommen in der City. Hat er uns da reingeschmissen. Das Schöne aber ist, dass wir ziemlich coolen Heimweg haben, meine Lieben. Wir haben nämlich eine, wir haben ja was gebaut, ne, dass wir zur Basis kommen recht schnell. Komm, dann gehen wir direkt heim. Sepamero, ich karüse dich. Müssen wir auch noch hin, ich habe jetzt aber den Schlüssel nicht dabei für Rasmas Versteck, ne? Ah, da müssen wir die Tage auch mal her. Den Schlüssel einlösen und den nächsten Zuchtmeister. Wieso guckt er so? Ich habe mal wieder die Dinger nicht an hier. Die Namensschilder habe ich schon wieder aus. Sag mal, war das der Ausgang? Ich glaube hier hinten lang und da müsste schon unser Weg sein. Ei, da haben wir ja die Basis richtig geil gebaut. Guck mal, Achtung. 3, 2, 1. Wie kommen wir jetzt rüber? Oh, ein alter Pfad der Schmuggler führt uns nach Hause. Habe ich hier aufgehört zu bauen, Leute? Sollte hier nicht eigentlich eine Treppe sein? Ich weiß es nicht, aber wir müssen erst noch nach Hause, ne? Also ich höre jetzt dann die Folge halt auf. Wir sehen uns ja morgen wieder. Aber wir müssen erst noch komplett ganz nach Hause. Hier. Ich muss meine alte, meine Winterrüstung holen, ne? Dem Reliquienjahan, da habe ich ja eine gebaut. Das heißt... Rally? Wo ist denn der Rally? Hat sie ja nicht mit rausgeportet jetzt? Kurzer Moment. Ich sehe nirgends, ne? Jetzt höre ich ihn. Da ist er. Falls wir unterwegs sind jetzt dann im Norden und meine Rüstung würde kaputt gehen, hat ja er hier auch nochmal die Eisrüstung an, dann kann ich ja mit ihm tauschen. Weißt du, was ich meine? Dann brauche ich keine Ersatzrüstung mitnehmen. So, meine Lieben, wir sehen uns morgen hier wieder und dann werden wir erstmal natürlich die neuen Errungenschaften alle verarbeiten, die Tiere, die neuen, die zwei Bären und die zwei Säbelzahntiger, dann werden wir uns den zweiten Pferch bauen, die Elefanten werden wir auf den Weg bringen, das machen wir auf jeden Fall, bevor wir aufbrechen
Und dann geht's natürlich im Norden auf Erkundungstour. Freue ich mich sehr drauf. War eine wunderschöne Runde, die gestern auch. Ich freue mich schon auf morgen. Kommt gut ins Wochenende, Leute. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.